Bist du da? Komm schon raus. Ich finde dich sowieso. Nolik, bist du das? Das gilt nicht. Los, nochmal. Komm schon. Du hast mich gesehen. Hab keine Lust. Ich soll Verstecken spielen, obwohl ich ein nagelneues Spiel hab? Wo ist es? Ich kann es nirgendwo im Zimmer sehen. Hab's mit in die Schule genommen. Wieso denn das? Um anzugeben. Wow, cooles Spiel. Dann Tennis! Lässt du mich auch spielen? Weil ich noch nicht fertig gespielt habe. Das nächste Mal tue ich dir bestimmt keinen Gefallen. Moment. War es eine 3 oder eine 4? Könnte auch eine 5 sein. Hab's vergessen. Worum geht's? Hab die Kombination vergessen. Und jetzt kann ich nicht mal meine Hausaufgaben machen. Meine ganzen Bücher sind ja in der Tasche. Ich werde für dich jedenfalls nicht reinklettern. Schlag sie aus dem Kopf. Tom Thomas, warum hast du schlechte Laune? Der Code für das Schloss. Ich weiß ihn nicht mehr. Keine Sorge. Ha, den knacken wir. Ich weiß alles über Sperrcodes. Ein Sperrcode wird aus rotierenden Scheiben gebaut, die nummeriert sind. In der Mitte jeder Scheibe ist ein Loch mit einer Kerbe. Wenn alle Scheiben mit den Kerben in eine gerade Reihe gedreht werden, dann kann der Sperrstift des Schlosses herausgeschoben werden. Und um die Kerben in eine Reihe zu bekommen, muss man die Scheiben auf die Nummer des Codes stellen und das Schloss öffnet sich. So einfach ist das. Ich glaube, wir müssen ins Schloss reingucken. Verstehe. Nolik, wo bist du? Es gibt Arbeit für uns. Ich werd's nicht tun. Gierigen Menschen will ich einfach nicht helfen. Nolik, kannst du mir nicht helfen? Ich werd doch nicht mehr so gierig sein. Na gut, überredet. Aber wenn wir fertig sind, lässt du mich mit dem Spiel spielen. Oh ja. Halte durch. Wir drehen die Scheiben eine nach der anderen und du rufst Stopp, wenn sie in einer Reihe sind. Stopp! Dreht jetzt die nächste! Stopp! Stopp! Jetzt probier's! Ja! Topsa! Fliege! Hurra! Und dein Code war übrigens ganz leicht. Viel zu leicht. Die Geheimnummern und Zahlen, die ihr benutzt, um etwas zu verschließen, werden Code oder Passwort genannt. Und um sicherzugehen, dass euer Passwort wirklich gut ist, gebe ich euch einige Tipps. Wählt niemals ein Passwort, das für jemanden anders einfach zu erraten ist. Wie gleiche Nummern oder Zahlen oder alle in einer Reihenfolge. Es wäre auch nicht ratsam, euer Geburtsdatum oder euren Namen zu wählen. Es ist besser, ein Passwort zu nehmen, welches ein bisschen komplizierter ist. Und falls ihr eins ausgesucht habt, vergesst es nicht. Schreibt es auf einen Zettel auf und bewahrt es an einem sicheren Ort auf. Aber zeigt es niemandem. Und falls ihr das Passwort aus irgendeinem Grund vergessen solltet, dann schaut ihr einfach auf euren Zettel. Und warum schließt du deinen Rucksack überhaupt ab? Um das Spiel vor den anderen zu verstecken. Und warum hast du es heute mitgenommen? Ich wollte vor der Klasse angeben. Und, hast du es gezeigt? Auf keinen Fall. Wenn sie es gesehen hätten, würden sie sagen, ich will auch mal spielen, lass uns auch mal. Also hast du es versteckt und überhaupt niemandem gezeigt? Nein, niemandem. Warum hast du es dann mitgenommen, Trottel? Um anzugeben. Du bist so ein Angeber. So ein gieriger... nicht gieriger. Lass uns jetzt spielen. Spielt ruhig. Wir stören dich doch nicht, oder? Könnt ihr nicht etwas sanfter springen? Der ganze Tisch wackelt. Tom Thomas. Hä? Warum sitzt du im Dunkeln? Weil es so besser aussieht. Guck doch mal. Ah. Oh, seht euch das an. Was für ein wunderschönes Schloss das ist.
Wie aus einem Märchen. Nein, es ist aus meinem Bauset. Ich hab's selbst zusammengebaut. Cool. Spiel mir Ritter. Ich liebe dieses Spiel. Und der alte Drachen auch. Wer hat die schöne Prinzessin in dieses Schloss eingesperrt? Ich bin natürlich die Prinzessin. Oh, wo ist der tapfere Ritter, der mich vor diesem bösen Drachen retten wird? Warte, ich rette dich, Simka. Nolik, du siehst wirklich nicht aus wie ein Ritter. Du hast nicht mal eine Rüstung. Rüstung? Warte, ich bin gleich zurück. Mit einem Bauset kann man viele verschiedene Dinge aus einem Set von Bausteinen bauen. Setzt man sie so zusammen, hat man ein Haus. Und so ein Auto. Oder so ein Raumschiff. Die Teile können auch aus Metall und durch Schrauben verbunden sein. Manche Bausteine bestehen aus Plastikteilen, die man zusammenstecken kann. Andere Sets sind Modelle, wo die Teile zusammengeklebt werden. Es gibt auch Magnetsets. Legt die Teile zusammen. Durch die magnetische Anziehung haften sie. Pass auf, Drache! Und wo ist das Schloss? Der Planet wurde von Robotern angegriffen. Sie haben das Schloss zerstört. Ach, und sie haben mich entführt. Und bist du noch eine Prinzessin? Na klar bin ich noch eine Prinzessin. Oh, rette mich, tapferer Ritter. Gut. Was ist hier los? Das ist ein magnetisches Bauset. Und deine Rüstung besteht aus Metall. Also wirst du von den Magneten angezogen. Thomas, das ist nicht fair. Mach mich hier los. Okay. Oh, rette mich. Hilf mir. Du musst mich retten. Halte durch. Ich komme gleich zurück. Ich muss mein Kostüm wechseln. Kann nur noch ein tapferer Ritter. Ich hab doch schon den Ritter gespielt. Dann spiele neben noch mal. Na gut, aber das ist das letzte Mal. Und baut gefälligst nichts um. Simka, bin gleich zurück. Und denke nicht mal daran zu flehen. Und so geschah es, dass jeder die arme Prinzessin im Stich ließ. Oh. Simka ist meine große Schwester. Deswegen meint sie, sie könnte mich herumkommandieren. Aber ich nehme es ihr nicht übel, denn sie ist sehr klug und sie denkt schnell. Wahrscheinlich weiß niemand so viel über Geräte wie sie. Mit ihr ist es immer interessant und sie ist wirklich sehr schlau. Sie bekommt nur Einsen in der Schule. Alle in der Klasse lieben sie. Nur sie und Werder verstehen sich nicht so gut. Das ist wegen Feuer. Nun, ihr wisst schon. Manchmal ist Simka viel zu streng mit mir. Du das nicht, fass das nicht an. Aber wenn sich ein aufregendes Abenteuer ankündigt, ist sie immer ganz vorne mit dabei. Simka ist mutig und sie ist geschickt. Ja, sie ist immer für eine Herausforderung zu haben. Ich habe eine tolle Schwester, aber behaltet das für euch. Denn wenn ihr es ihr sagt, bildet sie sich noch was drauf ein. Wie lange soll ich denn noch hier sitzen? Hey, irgendwer? Kaubacke, gib das zurück! Geh, raus hier! Geht's euch gut? Ich kann euch ja keine Minute alleine lassen. Ja, ich glaube, es geht schon. Nolik kam rechtzeitig und hat mich diesmal wirklich gerettet. Wie ein ganz echter Ritter. Ach, komm schon. Ein Ritter? Das ist kein Witz. Du verdienst es, Ritter zu sein. Und jedes Lebewesen vor fiesen Kaubacken jederzeit zu schützen. Ich schwöre. Oh, kühner Fixie. Ich schlage dich nun zum Ritter. Sir Nolik. Hurra, hurra, hurra. Dich!
Sorry, Werder. Ich muss ins Lager gehen, sofort. Ich habe dir gestern geholfen, oder nicht? Aber ich dir am Tag davor. Ach ja, und was ist mit letzter Woche? Ich habe dir dreimal geholfen, weißt dafür du? Dafür hab... Ihr habt euch geholfen, als es nötig war. Keinen Grund, das zu zählen. Natürlich, Spule. Keiner von uns fragt so oft nach Hilfe wie du. Das stimmt nicht, Werder. Seht doch, wie Elisa Professor Eugenius hilft. Und sie streitet nicht mit ihm? Natürlich nicht. Sie ist ja auch verknallt in den Professor. Genau genommen ist das ihr Job. Und dafür, dass sie ihm hilft, bekommt sie Geld. Geld. Das ist eine clevere Idee. Geld wird ständig von einer Hand in die andere gereicht. Ein Mensch führt eine Arbeit aus und im Gegenzug bekommt er Geld dafür. Er kann es nutzen, um sich Dinge zu kaufen, die er braucht, wie Kleidung und Essen. Oder er kann andere für deren Arbeit bezahlen. Zum Beispiel einen Taxifahrer für eine Fahrt, einen Friseur für den Haarschnitt oder einen Techniker für den reparierten PC. Alle Menschen sind Teil des Geldkreislaufs. Aber anders als Menschen benutzen Fixies gar kein Geld. Wir kommen gut ohne klar. Machen wir es so wie die Menschen. Wenn du für jemanden arbeitest, bekommst du Geld dafür. Und wenn du Hilfe brauchst, bezahlst du. Und dann gibt es keinen Streit mehr. Oder falsche Anschuldigungen. Und die sind für Simka und Nolik. Jetzt ist alles fair. Geld. Was sollen wir damit machen? Das weißt du nicht. Du bezahlst jemanden, der dir hilft. Ich mag diese neue Idee gar nicht. Gar nicht. Über den Prozess. Das Papier, das für die Geldscheine benutzt wird, besteht aus Baumwolle und Leinen. Es ist stärker als normales Papier, das aus Holz gemacht wird. So zerreißt es nicht so leicht, selbst wenn man es tausendmal faltet. Die Tinte, die für das Gelddrucken benutzt wird, ist auch besonders. Sie kann nicht abgerieben werden oder in der Sonne verbleichen. Das ist noch nicht alles. Die Tinte hat geheime Elemente, die nur gesehen werden können, wenn man das Geld in einem besonderen Licht sieht. Das schützt die Menschen vor Falschgeld. Aus dem gleichen Grund gibt es Wasserzeichen, Metallfäden und winzig kleine Schrift. Diese Schrift ist sehr schwer lesbar, es sei denn, man ist ein Fixie. Hoffentlich habe ich nicht zu viel verraten. Alles geschafft! Zeit für einen Test! Und was sollen wir drucken? Ein Wort mit echtem Wert. Ja, etwas sehr Wertvolles. Nein, es ist nicht Geld. Ja, so ist's viel besser. Freundschaft! Tisch! Runter! Los, Luftwärmer! Schneller! 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 Ja, du schaffst es!
Wenn du jetzt noch härter trainierst, brichst du den Rekord. Ja, das stimmt. Zeit, es in die Hand zu nehmen. Moment bitte. Hast du den Müll runtergebracht? Ich hatte keine Zeit dafür. Gut, genau das wollte ich hören. Und die Flasche auf dem Tisch, brauchst du die? Super, danke. Ich habe noch 5 mehr. Und das ist nur der Beginn unserer Mission. Unserer Rettungsmission. Was hat dein Papa vor? Rettungsmission. Kann es sein? Dein Papa ist vielleicht ein Superheld. Meinst du? Nolik, du bist einfach zu komisch. Was ist so witzig daran? Wer sonst plant eine geheime Rettungsmission? Und die Flaschen? Meinst du, die braucht er für seine Heldentaten? Oder vielleicht hatte er vor, den Plastikmüll zu trennen? Hä? Was? Plastik ist langlebiges, menschengemachtes Material. Viele praktische Dinge bestehen daraus. Verpackungen, Spielzeug, Geräte und sogar Möbel. Aber Plastik sollte man nicht einfach so wegwerfen. Die Natur kann es nicht abbauen und so könnte die Erde irgendwann unter einer dicken Plastikschicht vergraben werden. Ihr könnt alle helfen, dieser Katastrophe vorzubeugen. Werft Plastik in Plastikcontainer. Statt den Planeten damit zu schaden, könnte man es in etwas Sinnvolles umwandeln. Nein, das ergibt keinen Sinn. Simka! Superhelden sammeln doch keinen Müll. Wir beweisen's. Du wirst sehen. Natürlich. Das ist unsere Evolution. Ich meine Revolution. Zusammen retten wir unsere Erde. Du hast echt Glück, Tom Thomas. Zusammen retten wir unsere Erde. Thomas, hast du noch mehr Plastik im Zimmer, das ich nehmen kann? Eine Sekunde. Aber diese Dinge brauchst du doch noch. Für so eine noble Mission? Kein Problem. Um brauchbare Dinge sollten wir uns kümmern. Papa, ich möchte dir wirklich gerne helfen. Helfen? Wobei? Was du machst. Du weißt schon, die Mission. Den Planeten retten, wie du am Telefon gesagt hast. Ah, du meinst das Plastik aufsammeln, oder? Klar. Ich habe schon ein paar Kisten mit Plastik vollgepackt. Bringen wir sie zum Recycling? Wirklich? Wofür denn? Werf es doch einfach in den Müll. Sohn, wenn wir nicht tun, was wir können, um zu recyceln, befürchte ich, unser Planet wird zu einer riesigen Müllhalde. Es gibt viele Dinge, die Menschen einfach wegwerfen, die zu etwas komplett anderem umgewandelt werden könnten. Zum Beispiel kann aus einer gewöhnlichen Plastikflasche ein Kugelschreiber gemacht werden, eine Uhr, ein Stuhl, Geschirr und sogar Kleidung. Zum Beispiel gibt es Fabriken, in denen altes Plastik sortiert wird, zerstampft und gewaschen und dann zu Fäden langgezogen wird, die für die Herstellung von Kleidung genutzt werden können. Ist das nicht fantastisch? Aber das ist nur möglich, wenn Menschen lernen, ungebrauchte Flaschen zu sammeln und Tüten, Tassen und andere Plastikteile getrennt vom anderen Müll zu entsorgen. Stellt euch vor, wie froh das die Natur machen würde, wenn die Berge und Berge von Plastik aus den Wäldern und Meeren verschwinden würden. Kommt, kümmern wir uns um unseren Planeten. Gemeinsam. Ich dachte, du versuchst, den Planeten zu retten. Wie ein Superheld. Eigentlich sind wir Superhelden und wir sind auch ein bisschen wie Zauberer. Wirklich? Einen Moment. Siehst du dieses Hemd? Das besteht aus recycelten Plastikflaschen wie diese da. Cool, oder? Unglaublich! Also, bist du bereit? Zeit zu gehen. Diese glücklichen Menschen. Sie trennen den Müll und wir... Wir Fixies geben alles dafür, das Leben von Geräten zu verlängern. So werden sie nicht weggeschmissen. Und wir sollten auch Müll trennen. Das ist eine gute Idee. Zeit zu essen. Wo ist er? Kaubacke,
Hast du diesen kleinen... Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon meinen Hund frage. Tom Thomas, suchst du uns? Hey Fixies, vielleicht könnt ihr mir helfen. Einer dieser Steine fehlt. Na und? Na und? Diese Stecknadel ist sehr wertvoll. Und der Stein auch. Wenn ich den Stein nicht bald finde, bedeutet das das Ende. Liebling, dein Essen wird kalt. Kein Grund zur Panik. Wir finden deinen wertvollen Stein. Einen Moment. Können Steine wirklich wertvoll sein? Na klar können sie das. Juwelen sind die seltensten und schönsten Steine von allen. Aber es ist nicht leicht, sie zu finden. Diamanten, Smaragde, Rubine, Saphire. Menschen finden sie unter der Erde und im Inneren von Bergen. Mutige Taucher tauchen auf den Meeresgrund, um Perlen zu finden. Menschen haben Heldentaten vollbracht und waghalsige Verbrechen begangen, um diese wertvollen Juwelen zu bekommen. Der magische Glanz von Juwelen kann sowohl verzaubern als auch zerstören. Denkt daran, nur ehrlich erworbene Juwelen machen fröhlich. Ich kann ihn nirgends finden. Vielleicht hat Kaubacke ihn. Sie hat gesehen, dass er wertvoll ist und ham! Hast recht. Kaubacke, gib uns das Juwel, okay? Gib es zurück, haben wir gesagt. Warum ärgert ihr Kaubacke denn? Weil sie den Stein zurückgeben muss. Welchen Stein, Simka? Einen ganz teuren. Hunde sollten Schätze eigentlich bewachen. Aber der hier frisst sie. Vielleicht habt ihr nicht genug gesucht. Zum Beispiel, was ist mit diesem Blumentopf? Das ist Zeitverschwendung. Der ist nicht in der Erde. Wir haben ihn hier verloren. Ups. Ist das so? Alles klar, spuckt es aus. Sieh mal her, ein Diamant. Der wird einfach perfekt zu meinem Paccomat passen. Aber ich hab ihn doch gefunden. An meinem sieht er auch perfekt aus. Dann holen wir sie jetzt und probieren's aus. Wir lagern ihn hier zur Sicherheit. Nun, wer könnte ihn genommen haben? Wir müssen noch im Inneren von Kaubacke suchen. Das ist doch nicht dein Ernst. Sie wird dich auffressen. Wohin geht ihr? In das Innere von Kaubacke, um den Stein zu holen. Nee, tu's nicht, bitte. Ich bin bereit, alles für meinen Freund zu tun. Hey! Sucht ihr zufällig vielleicht das hier? Hä? Wo um alles in der Welt hast du ihn gefunden? Schau mal, der war vergraben. Sieht wie ein Diamant aus, aber um sicher zu gehen, müssen wir ihn testen. Ein Rohdiamant sieht wie ein normaler Stein aus, aber nachdem man ihn schleift und jede einzelne Facette poliert, wird aus diesem besonderen Stein ein seltenes und sehr teures Juwel. Es kann eine Kette zieren, eine Krone oder im Ausstellungskasten eines Museums sein. In Wahrheit wird nur ein kleiner Teil aller gefundenen Diamanten als Schmuck genutzt. Das liegt daran, dass Diamanten das härteste Gestein des Planeten sind. Damit sind sie ideal, um Glas zu schneiden. Diamanten werden genutzt, um starke Bohreinsätze und Schneideplatten zu machen. Viele wichtige medizinische Geräte könnten nicht ohne sie existieren. Mit Hilfe von Diamanten kann man sogar in einen Berg bohren, wenn man einen Tunnel baut. So wertvoll sind Diamanten. Sie können ein Rohr schneiden und passen gut zu einem Kleid. Der nicht schön? Leider ist der kein... Tom Thomas, hier ist ein Stein! Und jetzt ist er weg. Kaubacke, gut gemacht. Danke, liebste Fixies. Ich dachte schon, mein wertvolles Geschenk wäre verloren. Für wen ist das Geschenk? Katja, ich hoffe, sie wird es mögen. Ich muss dir was sagen, Tom Thomas. Der Stein ist wertlos. Der Stein besteht bloß aus Glas. Ich weiß. Aber das ist egal.
Was? Ich habe mein Leben riskiert, um ein Stückchen Glas zu retten? Erstens war das für deinen Freund. Und zweitens, es geht nicht um den Preis eines Geschenks. Der gute Gedanke zählt. Hi, ich bin bereit. Nolik? Der bleibt zu Hause, wie abgemacht. Aha, bis bald. Wer war das? Nolik, du bist das. Ich muss los. Ich komm mit. Nein, wir müssen etwas Wichtiges erledigen. Das ist nichts für kleine Kinder. Warum darf ich nicht helfen? Weil diese Arbeit sehr anspruchsvoll ist. Es ist langweilig und du bist ungeduldig. Du störst nur. Hä? Aber ich bin geduldsam. Ich meine, geduldvoll. Ich meine, also super geduldig. Ich weiß es. Wie? Siehst du diesen, Wasserfilter? Zähle, wie viele Gläser Wasser er säubert. Wie viele soll ich zählen? Wenn du 100 erreicht hast, dann glaube ich dir. Wozu brauchen Sie den Filter? Wieso trinken Sie nicht aus der Leitung? Ist doch egal. Du sollst zählen. Das war eins. Ohne Wasser ist Leben nicht möglich. Der menschliche Körper besteht aus 2/3 Wasser und Menschen müssen es ständig trinken. Aber nur sauberes Wasser. Wasser wird aus Flüssen und Seen durch Rohre in Häuser transportiert. Auf dem Weg wird es gesäubert von Ablagerungen und Schmutz. Und trotzdem könnte das Wasser noch immer giftige Stoffe oder schädliche Bakterien enthalten. Deswegen nutzen Menschen Filter, um Trinkwasser zu säubern. Durch diese letzte Schutzbarriere kommt nichts so einfach durch. 'Ich habe keinen Platz mehr. Du hast noch sehr viel Platz. Was kümmert dich, wie viel Wasser ich trinke? Weil ich zählen soll, wie viel Wasser durch den Filter fließt, verstehst du? Das muss ich wirklich. Ja, na und? Muss es durch mich fließen, damit du es zählen kannst? Ich bin total voll. Was soll ich denn nun machen? Ich warte den ganzen Tag hier in der Küche, aber keiner trinkt was. Was ist los? Der Filter ist kaputt. Du musst sofort Simka rufen. 415. 416. 417. 418. 419. Was? Filter ist kaputt! Wirklich witzig, Nolik. Simka, das ist kein Witz. Irgendwas ist da drüben los. Wir müssen uns beeilen. Wo ist denn der Notfall? So, was ist hier los? Na toll, jetzt müssen wir auch noch den Filter reparieren. Er ist nicht kaputt. Das blinkende rote Licht ist ein Hinweis. Das heißt, dass wir die Patrone im Filter setzen müssen. Seit uralten Zeiten versuchen Menschen Wege zu finden, um sich an etwas zu erinnern oder nichts durcheinander zu bringen. Knoten an Seilen wurden verwendet als Erinnerung, dass es Zeit wurde, Schulden zu begleichen oder zu ernten. Menschen schnitzten Striche in Bäume, um sich an Zahlen zu erinnern. Später erfanden Menschen Rechentafeln, Kalender und Terminkalender. Und heutzutage ist es sogar einfacher, weil Geräte uns erinnern. Wecker helfen den Menschen, rechtzeitig aufzustehen. Ein lauter Ofentimer kann einen Kuchen vor Anbrennen retten. Das grüne Licht an Geräten zeigt an, ob sie eingeschaltet sind und benutzt werden können. Ein rotes Licht zeigt das Gegenteil. Ha, moderne, intelligente Geräte können sogar ihren Besitzern anzeigen, was sie tun müssen. Ohne sie können Menschen sehr zerstreut sein. Es ist alles bereit. Tschüss! Das müsste jetzt für die nächsten 2000 Gläser reichen.
2000? Und was mache ich jetzt damit? Oh. Okay, Nolik, du hast das sehr gut gemacht. Prima. Ja, wenn du willst, kann ich das machen. Tom Thomas, willst du Wasser trinken? Ich kann nichts mehr trinken. Und ich kann auch nicht mehr warten. Sieht aus, als ob seine Anzeige jetzt aufleuchtet.